Meine Highlights zu diesem Spiel, The Hunter 2014. Was ist alles passiert? Was sind meine Highlights? Als erstes natürlich ganz frisch 2014 war die Entenjagd. Ein komplett neues Gameplay, was mich echt umgehauen hat. Macht richtig super viel Spaß im Multiplayer und hat einfach irgendwie die ganze Variation revolutioniert. Dann gab es natürlich neue Waffen. Mein Highlight daraus war die K98K, die Karabiner. Und dann kommen wir schon zu den Gänsen. Die gehören auch wieder zu den Vögeln. Und dann mein Highlight, mein absolutes Highlight, Val d'Ebois, das neue Revier in den Alpen und mein dazugehöriger Stream, der Pre-Release-Stream, bevor das Spiel mit diesem Revier ausgestattet wurde, hatten wir die Erlaubnis, euch diese wunderschöne Welt zu zeigen. Val d'Ebois, ganz einfach das schönste Revier bis jetzt, meiner Ansicht nach. Und ja, das war einfach umwerfend dieses Jahr. So viele Details, die neue Tierart Steinbock, das war für mich einfach nur der Hammer. Und natürlich seid ihr mein allergrößtes Highlight, ihr Abonnenten da draußen. So, vielen Dank dafür. Und dann geht es natürlich noch weiter, jetzt ganz zum Ende des Jahres 2014. Gab es nochmal einen neuen Hammer aus unserem Spiel, der Hunter herausgeboren wurde, der Hunter Primal. Und ich finde einfach, das ist ein Highlight, weil es einfach zeigt, wie gut unser Spiel dasteht, was es für Möglichkeiten gebracht hat für die Entwickler, noch sich auf anderen Märkten und Zielgruppen zu tummeln. Deswegen ist es auch ein Highlight für mich und ich freue mich auf das Jahr 2015 mit euch.